Hallo meine Freunde und willkommen zu einer Wochenendausgabe von The Hunter. Nun ja, es ist jetzt das Wochenende und deswegen möchte ich das Wochenende einleiten oder für mich selber einläuten. Und wir werden heute mal was ganz Abgefahrenes spielen, nämlich The Hunter. The Hunter ist eine Jagdsimulation, die ich eigentlich schon seit Jahren spiele. Jetzt gesehen habe, dass ich immer noch Premium-Mitglied bin. Und deswegen möchte ich euch gerne mal mit auf die Jagd nehmen. Vorweg lasst eins gesagt sein. Ich verabscheue wirklich Jagen in der Realität. Es ist nun mal so, wir brauchen das Fleisch zum Essen. Das ist eine Nahrungskette. Gar keine Frage. Aber ich würde niemals zum Spaß draußen jagen gehen. Deswegen machen wir das hier alles virtuell. Und dennoch, und obwohl alles hier virtuell ist, habe ich mir zum Ziel gesetzt, ein virtuelles Tier nicht leiden zu lassen. Das heißt, dass es sozusagen mit einem Schuss, mit einem vernünftigen Schuss niedergestreckt wird, damit das Tier nicht lange leiden muss. Ja, aber bitte Leute, keine Aufregung. Wir sind hier virtuell, es ist einfach nur ein Computerspiel. Ich kann die Jäger verstehen, ich kann es akzeptieren, ich lasse die Jäger. Ich denke auch, zum größten Teil brauchen wir Jäger in der Wirklichkeit, denn man muss doch einiges beachten. Es gibt viele Wildschäden und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt das Spiel näher bringen. Wenn ihr gerne möchtet, kann ich auch mal einen Guide dazu machen. Also ich sollte einigermaßen fit hier im Jagen sein. Ich habe wohl jetzt lange nicht mehr gespielt und von daher weiß ich natürlich nicht, wie meine Treffergenauigkeit jetzt liegt, aber wir werden es sehen. Nun gut, schauen wir erstmal in die Ausrüstung, was ich mitnehmen werde. Wir befinden uns hier auf der Map Logger's Point. Ich habe eine... jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie die Tastenbelegungen denn alle waren. Oh je, eine öffentliche Partie gemacht, also ein Multiplayer, das heißt, es können noch andere Spieler zujoinen. Ich habe jetzt das ganze Spiel mal Avataria genannt, aber ob jetzt andere dazujoinen oder wir alleine spielen, bleibt eigentlich dahingestellt. Wir wollen ja gucken, dass wir vernünftig was jagen. Warum ich dieses Spiel spiele, ist eigentlich auch ganz klar. Mir geht es hier drum um das Messen mit anderen in-game. Das heißt erstmal die schöne Natur, die Ruhe, das Entspannte hier im Spiel selber. Ihr werdet sehen, die Grafik ist wirklich wunderhübsch anzusehen. Aber wie gesagt, das Messen steht im Vordergrund. Es ist nie gesagt, wann hier ein Hirsch spawnt, wo der spawnt, ob wir laut sind, ob wir leise sind. Die Tiere können uns riechen, die Tiere können uns hören. Wenn wir uns dämlich anstellen, dann werden wir niemals ein Tier zu Gesicht bekommen. Es ist also wirklich realitätsnah. Und ich würde fast behaupten, The Hunter ist eins mit der realitätsnahsten Simulationen, die ich wirklich bisher gesehen habe. Beziehungsweise kann man sagen, es gibt keine besseren. Zumindest ist es meine Meinung und ja, meine Dings. Wir, wie gesagt, sind hier auf Logger's Point, das ist die Startmap. Hier können wir jagen, Maultierhirsche, Füchse, Fasane können wir mitnehmen. Aber wir möchten, also ich möchte heute nicht auf Fasane gehen. Deswegen werde ich jetzt erstmal schauen. Ich muss jetzt erstmal wieder schauen. Oh, ich habe diese ganzen Dingens vergessen. Oh, pfeifen wollte ich nicht. Das weiß ich zum Hochgehen. Das ist die Stats. Wie komme ich denn jetzt nochmal ins Inventar? Verdammt, ich habe es vergessen. Das sind wir also, ne? In ganzer Jägermontur sind wir hier und das wollen wir aber nicht. Wie komme ich jetzt nochmal ins Inventar? Ich habe es echt vergessen. Vielleicht hätte ich mir die Dingens anschauen sollen nochmal. Die Tastenbelegung. Was machen wir jetzt auch am besten mal? Wie komme ich nochmal? Ne, Quatsch, wo war das? Nehmen wir mal mit, ich rüste trotzdem mal aus. Was nehmen wir denn mal für eine Waffe mit? Ich würde ja gerne, was ist das, die 270er. Naja, die 270er können wir gerne mitnehmen. Dann nehme ich die 270er mit. Aber wir müssen doch in-game auch in hier reinkommen. Nehmen wir einen Bogen mit. Die 270er ist gut für verwilderte Schweine.
Also wenn wir Schweine hätten, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, doch, komm, wir nehmen, warte, Moment, die 270er haben wir jetzt hier, haben wir die Patronen. Jetzt müssen wir erstmal nach Patronen gucken, ob wir, was brauchen wir denn hier für einen Moment, da gucken wir später. Erstmal jetzt nach Ammo gucken. Ne, sollten wir alles mit haben. 2 und 10 sind 30 Schuss, ist richtig. So, Bogen oder nicht Bogen, was hätten wir denn noch an Waffen dabei? Wir könnten die 306 mitnehmen, die 3006, aber ist eigentlich ein schönes Gewehr, zumindest für auf Schweine zu schießen, damit das Tier nicht so lange leiden muss. Allerdings würde ich auch gerne im Stillen, ich glaube, wir nehmen den Peitenbogen mit, ne? Können wir nichts falsch machen, haben wir auch schon direkt die Munition da, wunderbar. Wie sieht's mit Caller aus? Also hier haben wir Wildschwein, wir haben Kojoten, wir haben, ja, sollte eigentlich alles machbar sein. Dann haben wir noch Fasan mit. Wie gesagt, wir könnten zur Not mit dem Bogen auf Fasan gehen, aber möchte ich jetzt nicht wirklich. Oder nehmen wir vielleicht sogar die Armbrust mit? Könnten wir auch mitnehmen. Was haben wir denn noch? Ne, hier die Anschütz. Möchte ich nicht ebenfalls Anschütz, auch Anschütz oder die 300er? Ne. Also wie gesagt, das sind so oder so hier meine Lieblingswaffen, die ihr seht. Ne? Also hier, da ist ja die 243er, die Standardwaffe. Mit den Revolvern spiele ich eigentlich nie, weil das irrelevant. Dann hier die Pumpe. Ne? Die hat ja fast eigentlich jeder, die 12GA. Hier bei der 3006 handelt es sich wirklich um eine sehr, sehr schöne Waffe, gerade für Wildschweinjagd. Der normale Snakebite-Bogen, glaube ich. Dann haben wir hier die Armbrust. Wie gesagt, die Anschütz, die 308er. Das ist die 57er Anschütz. Und das große, dicke Ding. Und wie gesagt, die Carbon, die 300er. Aber ich möchte die 270er auf jeden Fall mitnehmen, weil ich denke mir ganz einfach, weitgerecht jagen heißt nichts anderes als wirklich auch die richtige Wahl zum richtigen Tier, ja. Also nützt nichts, wenn wir da Löcher reinschießen, dann würde ich im Tier durchgehen können. Totaler Blödsinn, in meinen Augen. Aber gut, okay, lassen wir das. Wir bleiben dabei, ich nehme den Bogen mit. Als Ausrüstung habe ich noch dabei hier mein Fernglas, aber mit Rangefinder, also Binoculars mit Rangefinder. Das heißt, ich sehe sofort die Entfernung mit, obwohl hier mein Bogen auch Entfernungsmesser hat. Und ja, das Schießen, da bin ich erst mal vorsichtig. Ich muss erst gleich mal wieder gucken. Ich habe schon wirklich lange, lange nicht mehr geschossen. So, dann würde ich jetzt trotz allem nochmal schnell in. Also, nee, Dings brauchen wir nicht mehr hier. Scopes, die haben wir beide drauf. Okay. Was könnten wir denn noch mitnehmen vom Equip? Was ist das denn hier? Das ist ein Windindikator. Das ist einmal ein 50er und das hier ein 9er und ein 10er. Ja, können wir den ja einmal mitnehmen. Werden wir mal gucken. Normalerweise brauchen wir jetzt nicht unbedingt das hier mitnehmen, aber was soll's. Windindikator haben wir auch. Caller wollte ich gucken, ne? Was habe ich denn hier noch? Was ist das denn hier? Das war Truthahn. Wir nehmen den auf jeden Fall nochmal mit. Ich weiß, der, also der Caller hier und dieser Caller sind dieselben. Aber ich bin immer der Meinung, dass man hiermit mehr männliche und hiermit mehr weibliche, aber weit aus dem Fenster gelehnt. Ich kann es mir auch einbilden. Wir hätten hier nochmal Wildschwein-Urinspray. Das möchte ich aber nicht unbedingt hier mitnehmen. Rehe haben wir auch nicht und Wapis auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, Spiel wieder aufnehmen. Jetzt muss ich erstmal wieder echt die Tasten, das ist schlimm. Dann gucke ich jetzt erstmal, dass wir jetzt nachladen. Also hier den Bogen. Nachgeladen und. Wo, ne, das war ducken. Das war gehen, stopp, rennen. Verdammt, wo lade ich denn nochmal nach? Das ist mein Hunter Mate. Aha, okay, jetzt laden wir nach. Also wie gesagt, wir haben auf der Maus die 270er liegen. Und auf 2 halt den Bogen. Gut, weiß ich es. Wir gucken mal, also wie gesagt, da kommt gerade einer auf den Server. Ich hoffe jetzt nicht, dass der jetzt hier auch gespawnt ist. Doch, der ist genau hinter uns gespawnt. Neuling oder nicht?
Oh wei. Ein kompletter Neuling. Lass mal dem mal vorgehen. Ich würde sagen, wir gehen dann ganz in Ruhe. Ja, das habe ich schon an deinem Hunting-Level gesehen. Also, in erster Linie geht es jetzt hier rum. Ich hoffe jetzt, ich kann jetzt euch in Ruhe das Spiel erklären. Und wie gesagt, ich würde ihm jetzt gerne ein paar Tipps geben, allerdings bin ich gerade in der Aufnahme. Deswegen kann ich jetzt nicht wirklich auf ihn reagieren, obwohl ich das sehr, sehr ungerne mache. Ich helfe immer gerne anderen Spielern. Wir werden jetzt losgehen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, Tierspuren zu finden. Beziehungsweise schauen wir mal, welche Tiere uns begegnen. Und es fängt schon an mit dieser wunderschönen Aussicht. Die Maps sind einfach riesengroß, die man hier sehen kann. Die man auch begehen kann und so weiter und so fort. Und werden wir jetzt verfolgt von ihm? Nein, werden wir nicht. Im Multiplayer ist es jetzt nun mal so, dass die Leute wirklich, wenn die jetzt schießen, dann werden die unsere Tiere verscheuchen. Das ist ganz, ganz klar. Ne? Je näher die an uns dran sind oder jetzt wirklich, wie soll ich sagen, sich dämlich verhalten, verscheuchen uns die Tiere. Wir haben jetzt, oder ich habe die Map angefangen auf 7.24 Uhr morgens. Man kann die Map morgens um 5 Uhr starten. 30 Minuten Realtime sind eine Stunde Ingame-Time. Mal sehen, wie weit wir hier unsere Aufnahme mitschneiden in diesem Spiel, je nachdem, wie gut es hier läuft. Für alle, die The Hunter noch nie gespielt haben und es spielen möchten, es ist in erster Linie Free-to-Play. Das heißt aber, ihr dürft nur diese Map, wo ich mich jetzt drauf befinde, spielen und habt nur zwei Tierarten zur Verfügung, die ihr bejagen könnt. Das ist zum Testen erstmal, wenn ihr dieses Spiel spielen möchtet, sage ich jetzt mal ausreichend. Ja, also man kann hier etliche Stunden auf der Map verbringen, ohne dass es einem langweilig wird. Wenn man denn Premium-Mitglied wird, was wirklich nicht teuer ist an diesem Spiel, ich denke, glaube ich, drei Monate kosten, glaube ich, $7 oder so. Oder 8 Dollar, keine Ahnung. Also ungefähr zwischen 6 und 7 Euro. Da kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Ne? Was natürlich negativ zu dem Spiel zu sagen ist, also ich bin jetzt nicht im Hype verfallen, obwohl ich es gerne spiele und auch empfehle, das Spiel. Es ist nun mal so, dass die Anschaffungskosten, wie in jedem Hobby, recht teuer sind. Das heißt mit anderen Worten... Ist da vorne jetzt ein Tier? Nein, ne? Nee, da blinkt immer was auf. Ach, das ist die Sonne. Wenn man natürlich die Gewehre haben möchte, man braucht Gewehre, man braucht Munition, man braucht Ausrüstung, man braucht einen Rucksack und all diese Dinge, die lassen die sich natürlich fürstlich gegen Echtgeld bezahlen. Wenn man in das Spiel einsteigen möchte, schießt er schon rum, also werden jetzt hier in einem Kilometer alle Tiere verjagt werden und verjagt sein. Wie gesagt, wenn man einsteigen möchte, muss man mit 40 bis 60 Euro wirklich rechnen. Ja, aber Leute, lasst euch davon nicht abschrecken. The Hunter ist wirklich ein super, super tolles Spiel. Und wenn ihr sogar Premium-Mitglied seid, stehen euch so viele Maps zur Verfügung, so viele Tierarten, die ihr bejagen könnt, und auch das Killsystem dahinter macht einfach total süchtig, denn ihr messt euch mit Spielern in der ganzen Welt. Und es ist nicht so, wenn das heißt, man geht hier auf der Map, dann muss das und das Tier da und da sein, beziehungsweise mit dem und dem Gewicht. Es basiert alles random und per Zufall. Ja, also wie gesagt, das Spiel hat jeden Tag, du kannst 100 Mal auf der Map gewesen sein, beim 100. und einmal ist wieder alles anders als wie beim 1. oder 99. Mal. Ja, also wie gesagt, es ist eine super, super Herausforderung und je nachdem, wie man sich anstellt, kommt man weiter oder man kommt nicht weiter. Das Skillsystem dahinter ist auch ziemlich hakelig und, also nicht hakelig, sondern es funktioniert gut, aber man braucht sehr, sehr lange, bis man aufsteigt. Aber das würde ich euch gegebenenfalls alles, wenn gewünscht, in einem Tutorial präsentieren, beziehungsweise
Ja, eine eigene Folge davon machen. Wir möchten jetzt einfach zum Wochenende ein bisschen jagen. Wir haben schon lange nicht mehr gejagt. Was ich noch an dieser Stelle sagen möchte, und ich habe es mir geschworen, wenn ich jemals ein Video zu The Hunter mache, dann möchte ich das sagen. Ich mache mal kurz die Karte auf, Moment. Denn ihr seht schon, das ist hier nur ein Feld, aber dieses Feld, liebe Leute, ist riesengroß. Ich möchte jetzt zu diesem Punkt hin, ach, ist ja wieder die falsche Taste, zu diesem Punkt hin. Deswegen markieren wir uns das und ihr werdet gleich sehen, wie viele Kilometer das wirklich sind. Also es kann sein, dass wir jetzt in-game wirklich 15 Kilometer zurücklegen. Ne? Also das sind dann auch wirkliche Zahlen und je nachdem, wie man trifft und wie gut man schießt. Ne? Aber nochmal, jetzt wollte ich das Ding schlechthin sagen. Viele Spieler, die hier in dieses Spiel kommen, sind zum Teil, also es gibt die eingeschworene Gemeinschaft, die wirklich auch durch älteren Leuten oder mit älteren Leuten besteht und wirkliche Jäger in der Realität und so weiter und so fort. Und es gibt aber auch seit der Steam-Veröffentlichung viele junge Mitspieler und Spieler, was in erster Linie nicht schlimm ist. Allerdings meinen die alle, wir sind hier bei Call of Duty und man müsste hier rumrennen und man müsste hier auf alles ballern, was sich bewegt. Punkt 1, man kann nicht auf andere Spieler schießen, so gern der eine oder andere das machen möchte. Punkt 2, wer rennt, wird niemals ein Tier sehen. Und wer schleicht, wird sogar, so wie ich jetzt, die seltenen Tiere sehen. Wenn wir unten rechts in den Bildschirm anschauen, also von eurem Bildschirm, den ihr jetzt seht, und meinem Bildschirm, dann seht ihr, ich gehe gebückt. Das heißt, ich habe eine gebückte Haltung und diese gebückte Haltung erlaubt mir zu schleichen. Wenn ich jetzt gehen würde, ich kann mal eben jetzt mich hinstellen, jetzt gehe ich und ich bin mal ein bisschen leiser. Denn hört hier, sind wir lauter, als würden wir jetzt gebückt gehen. Ich kann aber auch schleichen, wenn ich möchte, oder mich hinlegen. Ne? Also wer meiner Meinung nach gebückt geht, sieht einfach mehr Tiere, nimmt die Umwelt besser wahr und vor allen Dingen sieht die seltenen Tiere. Andere laufen hier rum wie die Irren und sagen, boah, wo sind denn die ganzen Tiere? Die Tiere hier in Game, liebe Leute, können euch riechen und die können euch hören. Ja, und da war wieder ein Schuss und jetzt sollte ich als Server-Admin mal schauen, wer das so ist, wer sich da hinten befindet und wenn das überhand nimmt, muss ich die Leute leider vom Server entfernen, denn wer im Multiplayer auf dem Schießplatz geht und versucht zu schießen oder macht Schießübungen, der hat das Spiel nicht verstanden, ne? Ganz klar. So. Nun wollen wir aber ein bisschen die Natur genießen und das Wochenende einläuten.